Ach, inzwischen geht das doch sogar hier. Mein Leben regeneriert sich auch, langsam aber sicher. So, ich sammle mal den ganzen Krams ein und mache uns mal die Dinger, damit das jetzt nicht komplett vergammelt. So, wie war denn das jetzt hier? Das war auch mit Survival, glaube ich. Oder bei Food oder sowas. Zelt, Siesta. Siesta, was gibt. Siesta Mexicana. Und die Leute nur so, oh, Fresse halt, Mädels. Seid ihr bescheuert? So, okay. Also ich habe uns zweimal Meatballs sind im Kühllager. Und warten darauf, genommen zu werden. Gut, ich guck mal gerade, wo... Honey? Was ist das für ein Geräusch? Das frag ich mich auch gerade. Ich hab etwas sehr Gruseliges gehört und ich hab gedacht, ich hab's nur eingebildet. Aber du hast es, okay, glaube ich, auch gehört. Was wartet da? Ich will nicht gehen und gucken. Das kommt von der anderen Seite. Alter, was ist das? Ich hab voll Angst. Nein, ich wollte dir das nicht geben. Kannst du... Jetzt habe ich dir das Zeug gegeben. Was ist, wenn wir morgen aufwachen? Auf einmal ist so ein riesiger Gigant, weil du das erwähnt hast. Ich hab damit nicht... Ah! Da oben, da oben, da oben, oder? Gott. Mami! Ich kuschel mich jetzt an die Pinguine, die beschützen mich bestimmt. Oh Gott. That could be bad. Ja, das ist so ein Giant. Schnell weg hier. Weg, weg, weg hier. Komm, folgt mir, lass uns hier verschwinden. Folgt und jetzt mir laufen wir ihn direkt in die Arme. Hallo! Ich glaube, wir laufen ihm direkt in die Arme. Das ist aber gut. Wir gehen jetzt... einfach an dir dran. Wir gehen so in Richtung der Schweine, damit der da spawnt und nicht bei uns. Okay, ich behalte meine Torch noch bei mir. Also ich packe die noch nicht aus. Dann kann ich nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss die Torch noch aus. Ich habe meinen Stein nicht mitgenommen. Wir werden erfrieren. Das ist kein Problem. Ich mache uns noch ein Feuer. Oh Mann. Okay, hier oben ist es so. Hier ist irgendwo in der Nähe das Dorf, glaube ich. Und du hast Dorf, über den Dorf. Giant noch geredet, nur wegen dem Kamer jetzt. Ich sag nie wieder irgendwas. Oh. Halt, Moment. Oh. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ja. Alter Verwalter, der chillt jetzt bestimmt bei unserem Dorf. Aber wir könnten sowieso hier mal ein stationäres Feuer gebrauchen. Ja. So. Hört auf, uns auszuschließen. Wir brauchen Hilfe. So, der Giant, wenn er irgendwo gespawnt sein sollte, dann ist er in der Nähe von unserem Dorf gespawnt. Aber ich sehe ihn nirgendwo auf der Karte. Ich weiß nicht. Wir klauen uns das Feuer. Verpisst euch, ihr blöden Potzen. Oh Gott, ey. Das war wirklich gerade richtig creepy. Schön. Geht's gut. Ich wette, er klaut unsere Meatballs. Ich wette, er klaut unsere Meatballs. Das sitzt jetzt bei uns daneben im Pinguin. Wetten? Die haben das jetzt die Basis streitig gemacht. Sitzt jetzt neben dem Pinguin und labert mit denen. Ja, wir gehen jetzt zurück. Hallo, okay, Schwein. Gut. Moment, Moment, Moment. Kann ich dem Schwein was zu essen geben? Willst du den Gluma-Pupu haben? Nee. Was Chester, hast du was zu essen dabei? Kannst du den da... Ah, also ich hab das Schwein aus Versehen gehauen! Oh, nein, ich lauf nicht. Dann mal! Hassen die uns jetzt für immer? Sag bitte nicht, ich die vergessen das wieder. Alter, du machst das hier aber auch spannend heute. Ja, das war aus Versehen. Ich wollte das gar nicht. Das ist schon so... Ich hab... Guck mal, da hinten dreiköpfige Affe. Nehme ich mal den Marmor mit? Ich nehme mal die Pickaxe mit hier. Oh, das war's mit meiner Spitzhacke. Ja, du kannst das mal abhacken. Also ich brauche auf jeden Fall... Also jetzt habe ich noch 35 Leben. Entweder brauche ich Blumen oder mal irgendwann so eine Salbe. Ich würde Blumen bevorzugen. Nimm einfach den Marmor mit. Ich gehe schon mal gucken, was da vorne ist. Bitte stirb nicht. Egal, was du tust. Bitte stirb nicht. Ich gebe mein Bestes. Nur ich darf sterben. Oh Gott. Oh mein Gott, der Boden bebt. Oh Gott, der Boden bebt. Der Boden bebt. Komm mal. Ich komme. Der Boden bebt immer noch. Ja, bei mir bebt der Boden nicht. Also bei hier bin ich gerade so rumgelaufen, der Boden hat gebebt. Ah! Oh Gott, hallo. Oh, der Boden bebt! Bitte, unter. Ja, ich sehe ihn. Das ist der Dier. Der tut, glaube ich, nichts, solange man ihm nicht Nahrung wegnimmt oder sowas. Ach so. Der geht jetzt. Hier liegt Nahrung. Darf ich die mitnehmen? Ich glaube, irgendwas durfte man mit dem nicht machen und dann war der aber voll gechillt und hatte Nahrung, kein Problem. Honey. Hier. Und Bratending.
Also, ich war gerade nicht in Reichweite. Also von daher. Ja, der chillt da jetzt. Mir wird kalt. Ich muss ins Lager, mir wird kalt. Wo ist unser gottverdammtes Lager da? Bisschen nah dran an dem Giant, aber hey. Ja, lass mal anzünden, hart. Das Lager. Ja. Das hat der Kummer da gleich hingekackt. Ja, Hauptsache ihm geht's gut, ne? Ach, du heilige Arsch. Krampe, ey. So, da kannst du den Marmor hier reinpacken zu dem anderen Marmor, den wir haben. Ich pack erstmal. Der Baum steht da irgendwie ungünstig. Mhm. Wenn das jetzt so ein Ding wird, dann lache ich aber. Wenn das jetzt so ein Teil geworden wäre. So ein blöder Baumgeist. Nee. Das wäre ja so eine Birke nebendran gewesen und die hätte lauter kleine Mini-Birken gespawnt und das wäre viel lustiger geworden. Andere Frage. Vergessen denn die Pinguine das, wenn man die mal angegriffen hat? Oder sind die dann ja, ewig aggro? Ja, aber die sind sehr lange aggro, glaube ich, und prinzipiell sehr unleidlich, wenn man sie haut. Okay, ich wollte nur fragen. Weil, wenn man sie aus Versehen ja können, wenn man ja, sie aus Versehen haut. So. Ja, deswegen lege ich hier auch immer schon alles ab, damit ich was hauen kann, damit ich nicht aus Versehen mal so einen Pinguin haue. So. Wir wollen das jetzt hier so, und da braucht sich noch Stein für. Jetzt müsste ich mir hier so ein bisschen Heilezeug machen können. Ja, Healing Salve habe ich eine zumindest. So, ich pack das schon mal. Quickly. Wir bräuchten eventuell auch mal wieder ein bisschen Eis, weil wenn das echt durch Eis immer so easy peasy ist, das zu kochen, dann ja, ist das ja sinnvoll. Gerade mal, wo man diese Eismaschine machen konnte, ich finde die gerade die ganze Zeit nicht mehr. Doch, da ist der Eisfrigiomatic. Da braucht man 15 Eis für, also muss auf jeden Fall 15 Eis aufheben. Okay. Also wir haben gerade dreimal Meatballs und einmal Eis. Da oben habe ich noch zwei Eis-Dinger gesehen, aber da gehe ich erst hin, wenn es Tag ist. Oh, warte mal, ich klaue mir mal die Blumen und fress die. Ja, die sind ja da für dich zur freien Verfügung. Ist ja sonst niemand. Richtig. Muss ja weg, verkommt ja sonst. Okay, dafür brauche ich diese verarbeiteten Steine. Dann mache ich mal eins, zwei... Bei welchem Tag war Winter vorbei? Ich weiß es nicht mehr. Meinst du, 30 ist unser Tag? 30? Ja, aber gut, das heißt vorbei. Der wird ja dann langsam weniger und es wird langsam wärmer. Also wir werden das dann schon irgendwo mitkriegen. Ach, guck mal, es wird wärmer. Wie schön. Genau. Das Temperaturtempometer wollte ich gerade sagen. Tempometer, das zeigt auch, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen. Ja. Weiß nicht, ob. Ich glaube, das ist immer noch die niedrigste Stufe. Scheiße. Was machen wir eigentlich dann im Sommer? Da müssen wir uns wahrscheinlich vor der Hitze schützen, ne? Oder? Ja, genau. Dafür baue ich jetzt gerade für uns mal was Wichtiges, damit unsere ganze Zeuche nicht anfängt zu fackeln. Mhm. Und zwar baue ich uns eine Eismaschine. Warum ist denn das jetzt auf... Ach, es ist Vollmond. So, die ist Vollmond schlecht? Hatten wir schon mal Vollmond? Mal gucken, wo ich gerade eine Eismaschine hinpacke. Ach, cool. Das bleibt so hell, wenn es Vollmond ist, oder was? Kann ich dir den jetzt nicht dahin packen? Bleibt so hell, wenn es Vollmond ist. Du kannst sonst wohin gehen, quasi. Das ist ja cool. So, jetzt hier steht die Eismaschine. Dann gehe ich aus. Nein! Sonst soll die das Feuer ausmachen, du blöde Kuh! Okay. Oh. Die macht halt Feuer aus im Sommer. Dafür müssen wir uns dann etwas weiter weg ein Thermalfeuer machen. Am besten hier so in der Ecke, da kommt die nicht dran. Die hat eine gewisse Reichweite. Die geht zu unseren ganzen Büschen. Soll heißen, die trifft unsere gesamten Büsche. Falls die anfangen sollten zu brennen im Sommer, löscht die automatisch. Okay. Das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Fürs endothermische Feuer brauchen wir noch Steine und dann noch elektronische irgendwas. Ja, das ist kein Problem. Die kann ich herstellen. Die macht man mit Gold. Das findest du bei Science. Das sind Electrical Doodad-Dinger. Dafür brauchen wir zwei verarbeitete Steine und Gold. Ja gut, die verarbeiteten Steine können wir ja machen, weil wir haben ja genug Steine, denke ich. Ja, tonnenweise. Das ist alles kein Problem. Ich habe sogar genügend verarbeitete Steine dafür. Das kann ich mal dazu packen. Sehr gut. Da drüben. Sonst haben wir ja, glaube ich, alles, ne? Was wir dafür brauchen. Ich gucke mal. Ja, wir haben alles. Das Gold und das. Wir haben das alles.
Gut, ich gehe dann jetzt einfach mal, weil ich kann ja sowieso alles sehen. Und ja, passieren sollte mir auch nichts. Hier einfach dann noch ein bisschen Eis abpacken. Ja, ich gucke jetzt auch nochmal, dass ich hier ein bisschen Eis will, jetzt ein Ei von dem Pinguin stehlen? Eher oder eher Das machen wir im Sommer. Okay. Das machen wir im Sommer. Das ist kein Problem. Weil die liegen hier gerade und schlafen und da liegt... Du kannst es ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, was passiert. Du kannst ja weglaufen. Jetzt wird mir kalt. Verdammte Axt. Ich hätte einen Stein mitnehmen sollen. Ah, fuck. Ah, das ist nicht gut, Deine Mütze alleine reicht halt einfach nicht aus. Ja, ich merk schon. 24 Leben noch, ich brauche dringend eine Heilsalbe. Ja, das Problem ist, wir müssen ja für Spinnen klatschen, ne? Ja, ich weiß. Und um die zu klatschen, dann müssen wir Leben haben. Ja, das ist so ne... Also ich brauche nur Blumen. Im Frühling ist das kein Problem, da kriegen wir wieder alles hoch, wegen den Fröschen. Da mache ich uns tonnenweise Froschschenke. Ja. Ja, ich habe aber auch gerade schon wieder völlig verplant, ne? Es ist so super hell und du denkst, ah, ist ja kein Problem. Und dann vergisst du deinen blöden Stein, ja. Also, vergisst deinen blöden Stein ist einfach. Ist eisekalter Vollmond. Und gut, dass wir nicht bei den Schweinen hier geblieben sind. So, ich mache uns nochmal. Das Pilz nehme ich noch. Einer. Jetzt hier gleich wieder Pinguine rausspringen und mich anhüpfen, ne? Schrei ich. Du hast aber auch deinen Stein nicht mit, ne? Vergiss das doch, nicht. Doch, ich habe meinen fast leeren Stein daneben ins Feuer geklatscht. Als Reservestein einfach. Hier oben sind noch so ein bisschen Beeren. Also ich glaube, was das Fleisch und das Essen angeht, da werden wir so schnell nicht verhungern. Das kriegen wir hin, ja. Sollte nicht das Problem sein. Ich habe jetzt hier nochmal Büsche und hier sind nochmal ganz viele Möhren. Ja, das Einzige, wo ich weiß, dass es dort Blumen gibt, das ist da oben, wo wir vorhin waren. Da waren Blumen und Mass. Ja, das hat ein Problem. Och, ein Gubbel-Gubbel. Verschwinde, es ist Winter. An die Gubbel-Gubbels nichts draußen zu suchen. Das ist zu kalt für kleine Gubbel-Gubbels. Oh, hier sind ganz viele Maulwürfe. Geil. Kommt. Jetzt sind die alle weg. Wolltest du mich verarschen? Da waren gerade 5 von denen. Wir kein Walrus-Camp gefunden haben. Oder war da noch ein Walrus-Camp? Bring dir ansonsten mal Blumen zum Essen einfach mit, wenn ich welche finde. Ja, ich bin auch gerade schon auf der Suche. Nochmal ganz viele schöne Büsche. Ich finde halt nur, da ist eine Blume. Ist schon mal gut. Eine Blume. Da bin ich überhaupt jetzt hier hingelaufen. Ach, jetzt habe ich einen Kreis hier geschlagen. Anni schlägt Haken. Wie so ein kleiner Hase. Hoppel, hoppel. Was machen Kaninchen eigentlich für Geräusche? Fiep, fiep, meinte ich natürlich. Ich weiß gar nicht, was macht ein Kaninchen für Geräusche? Habe ich auch als Kind nicht gelernt. Hat man mir nicht in solchen Kinderbüchern beigebracht. Muu. Genau. Muu macht die Kuh. Wuff macht der Hund. Kikeriki der Hahn von meinem Nachbarn. Und oh, scheiße, ich fange auch an zu frieren. Ich muss mal was anzünden. Sehr schön. Ein paar Blumen habe ich hier. Ich helfe, was anzuzünden. Ach, hilft auch. Ah, ich kann ja auch eigentlich zünden. Ich habe ja auch noch eine. Geht's wieder nach Hause? Nicht eigentlich hier. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ja, läuft. Ich kann einfach nach Hause gehen. Oh, das ist ja gleich schon wieder Duster. Ah. Heißt, ich muss auch gleich wieder kommen, ja. Wie gesagt, I've lost the tracks. Meinst du damit? Aber hier wachsen die meinen Blumen. Das sind meine. Ich mein's. Ich will meine Frösche wieder haben. Naja, the sun is getting dark, bla bla bla. Dann laufe ich mal jetzt nach Hause. Scheiß Ohrwurm. Hallo, ihr komische. Da, ja, genau, hier kommt der Maulwurf Nummer 1. Ja, hol dir den Stein. Steppenkind. Komm, die kleinen Maulwürfe, komm. Putzi. Putzi tot. Du magst die Maulwürfe. Ja. Bis du sie erledigst. Bis dahin magst du die. So, meine Liebe. So viele Maulwürfe. Viele kleine tote Maulwürfe. Die gucken vor allen Dingen auch noch zu. Alter, das sind so viele hier. Ich hatte gerade auch 4 auf einmal, aber die sind alle wieder abgetaucht. Kommt jetzt 6, Nummer 7, Nummer 8 kommt. Alter. So. Papyrus? Brauchen wir irgendwo für Papyrus? Ich habe Papyrus. Warum auch immer. Du bist haben gerade gesehen, wie ich den Kollegen getötet habe und sind wieder aus ihren Dingern raus. Das wundert dich.
Hier sind wirklich tonnenweise, ist unglaublich. So, ich nehme noch ein bisschen Eis mit. Papyrus lasse ich erstmal da liegen. Die haben jetzt inzwischen schon 2 Eier. Das ist gut, je mehr dann da bleiben, desto mehr verrotten später. Und dann haben wir diese Rotten Eggs, weil wenn dann ein Giant kommt... Oh, hier den in unserem Inventar, in unserem... Hä? Da lagen gerade auch 2 Eier und die haben die jetzt wegge... Die glitschen die dann irgendwie weg. Ja, ich hab's gesehen. Die haben sich drüber gerutscht und dann... Die zerdrücken die einfach. Das ist so... Das macht man unter Pinguinen so. Das ist wahre Liebe. Komm, ich zerdrück mal dein Ei und du meinst. Gib mal weg, Mann. Ihr seid voll groß. Was ist eigentlich, wenn man lebendes Holz verbrennt? Passiert dann irgendwas? Lieber nicht. Ich glaube, das können wir auch zum Bauen besser gebrauchen. Kannst du mal Holzkohle ins Feuer schmeißen? Ich habe nur ganz normale Holz, okay, aber... Wir müssen wir wieder da das hinten packen. Abhacken gehen, ey. Ah, ist doch okay. Ey, lass mal voll abhacken, ey. Voll geil. So, immerhin, mein Lebenszustand ist wieder ein bisschen besser geworden. Ich esse einfach eine Blume. So, komm her, Chester. Ich hatte dir doch hier... In Chester sind noch ein paar Blumen drin. Kannst du ein paar welche essen? Geil. Und mal, Samen kannst du auch noch essen, notfalls. Geht ja auch. Mir auch tatsächlich. Pro Blume bekomme ich einen Punkt Gesundheit zurück. Ja, Mensch. Ist doch geil. Ja, ist wirklich geil. So, gib mir deine Blumen, auch wenn sie halb verrottet sind, Chester, aber ich nehme sie trotzdem. Ich esse alles. Nein, nicht attackieren. Ich nehme mal was anderes. Chest öffnen. Ich habe noch einen Samen, den kann ich mal zum anderen Samen legen. Die Panflöte haben wir halt auch. Damit könnte man Giant, glaube ich, einschläfern. Und der pennt dann. Und dann, wenn der pennt, kann man ihn mit dem Gunpowder töten. Oh. Was wir jetzt aber nicht ausprobieren werden, oder? Nein. Ich hab, also so lebensmüde bin ich auch noch nicht. Gut. Am Bett. Takes food to make food. Football-Helm ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das, was ich da habe, ist besser. Ich glaube, ich stelle mir jetzt mal... Sleep Darts könnten wir uns bald herstellen, weil wir haben ganz diese Stacheln. Da bräuchten wir schwarze Vogelfedern und Papyrus. Papyrus habe ich vorhin weggeschmissen. Kann ich aber wiederholen. Ja, also so Cut Reeds. Das bedeutet, man muss dann Papyrus verarbeiten und... Ne, das sehen wir dann. Müssen wir dann noch Tolles machen. So, ich stelle mir jetzt auch erstmal eine goldene Spitzhacke her. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Also im Frühling sollte unsere Devise sein... dass wir uns mit den Spinnen da unten beschäftigen, die inzwischen sehr groß geworden sein dürften. Auf jeden Fall. Das kriegen wir irgendwie gebacken. Müssen wir auf volle Verteidigung und so gehen. Ja, klar, das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Und wenn nicht, dann sterben wir wenigstens als Helden. Richtig. Mit den Dingern kann man sich direkt heilen. So, ich muss mal gucken, ob ich mir nochmal so eine Wollmütze herstellen kann. Oh, ich brauche meine dazu ausziehen. Buffalo Wool. Davon haben wir noch 4. Oh, das ist ein bisschen doof. So ein thermisches Feuer. Und dann sollten wir halt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, unterirdisch. Ich weiß nicht, ob das ich glaube im Together gibt es nicht die unterirdischen Sachen. Aber nee, wobei, es sind ja die ganzen Gegenstände von den unterirdischen. Oh, ich habe doch noch Holzkohle. Egal. Es müsste irgendwo einen Stein geben, den man zagen kann. Und dann kann man irgendwie unterirdisch halt die Höhlen erforschen. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen irgendwo in der Nähe gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Wir haben sogar noch 2x Papyrus hier hinten. Können uns ja mal vorsichtig zu den Spinnen vorwagen. Wie sieht's denn aus mit deinem Hütchen? Mit deinem Dingelhütchen? Mein Winterhelm, der hat noch 35%, das ist nicht das Problem. Okay, meiner hat noch 7, weil dann... Kann ich mir dann einen herstellen? Ja, kannst du ja machen. Also wir können ja im Frühling wieder ein paar Büffel rauspullen und killen. Ja, deswegen habe ich gefragt. Das sollte nicht das Problem sein. So. Mal ein paar Sachen vorkochen. Okay. Du kannst ja auch Mohrrüben kochen. Also so einzeln und die geben dir auch Punkte auf dein Leben, weil du kannst sie ja essen. Okay, alles klar. Also Mohrrüben mit dann einfach. Einfach Eis, nur oder in den. Einfach, einfach in den Kochtopf hier, in diesen ins Feuer. Einfach ins Feuer. Mohrrüben ins Feuer. Achso, das kocht geben Mohrrüben die dann auch dann. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach zu den Spinnen und gucken mal, was bei denen abgeht. Mhm. Wie viele Lebenspunkte hast du? 81. Okay, ich habe 47. Also, wenn ich meine
meinen Locksuit und alles anziehe, sollte das eigentlich machbar sein. Wir hätten uns auch Schweine tamen. Warte, ich habe meinen Stein vergessen. Ja, kein Problem, ich gehe schon mal vor, gucken, was da so los ist. Kann ich dir das geben, willst du das denn essen? Ohne Stein geht gar nichts. Der prügelt sich mit den Pinguinen. Das haben sie das Schwein getötet. Die haben hier 6 Eier gerade in unserem Lager gehabt und kaum bin ich nahe gekommen, hieß es wieder, wir möchten dich verstecken. Hey, die Pinguine wollen mich jetzt aber auch töten auf einmal. Wieso, was hast du getan? Ich hab nichts getan. Oh, die Eier von denen verrotten schon langsam. Es wird also doch langsam Frühling. Okay, das ist gut. Hoffe ich.